Urheberrecht Imago Auslandsspiele. Die Spielergewerkschaft AFI, der auch Barca-Superstar Lionel Messi angehört, soll das letzte Wort haben. Der FC Barcelona im Kampf um 3 Punkte in den USA? Real Madrid mit Pflichtspiel in Kanada? Das könnte bald Realität werden. In Spanien wurde kürzlich ein Deal ausgemacht, wonach in den nächsten 15 Jahren je ein La-Liga-Spiel pro Saison in den USA oder Kanada ausgetragen werden soll. Nicht jedem gefällt das? Der Ligaverband RFEF hält dennoch weiter an seinem Vorhaben fest. Das letzte Wort sollen aber die Spieler haben. Bei den USA-Plänen der spanischen Liga hat die nationale Spielergewerkschaft AFE nach eigenen Angaben das letzte Wort. Das teilte die Vereinigung nach einem mehr als zweistündigen Treffen mit Ligapräsident Javier Tebas mit. La Liga will im Zuge seiner Auslandspläne im Januar das Spiel zwischen dem FC Girona und dem FC Barcelona in den USA austragen. Dagegen hatte sich die Spielergewerkschaft allerdings klar ausgesprochen. Das könnte sie auch interessieren. Champions League-Finale in NYC? Gespräche laufen. Nun soll die Liga detaillierte Informationen zum Vorhaben der Gewerkschaft zur Verfügung stellen, ehe im Anschluss und im Einvernehmen mit den Spielern eine Entscheidung fallen soll. Der kleine katalanische Club Girona hatte sich indes offen für die neuen Pläne gezeigt und das Spiel als große Möglichkeit bezeichnet. Die Liga hatte im August beschlossen, ein Spiel pro Saison in den USA im Zuge einer neuen 15-jährigen Partnerschaft zu bestreiten. Auch ein Vorbereitungsturnier im Juli und August gehört dazu. Seifert kritisiert Auslandspläne, ob so etwas auch in Deutschland denkbar ist. Wenn es nach DFL-Boss Christian Seifert nicht ein offizielles Meisterschaftsspiel, bei dem es um Punkte geht, die über die Teilnahme an internationalen Wettbewerben oder Auf- und Abstieg entscheiden können, im Ausland auszutragen, ist meiner Meinung nach ein Zeichen des mangelnden Respekts den Fans und Spielern gegenüber, sagte dieser erst kürzlich gegenüber Die Zeit. Seifert hält somit nichts von offiziellen Bundesligaspielen im Ausland. Mehr auf MSN.